Ja, hallo zusammen, wir sind wieder am Wasser, live dabei. Wir filmen heute mit unserer GoPro, weil wir uns der Spiegelreflex gerade versenkt haben. Wir wollen euch an diesem Wochenende zeigen, was es mit Anfüttern auf Hecht auf sich hat und wie das Ganze funktioniert und ob es funktioniert. Ja, wir sind jetzt schon seit morgens da, haben schon ungefähr 5-6 Läufe gehabt, sogar Doppelrand. Deswegen sind wir jetzt mal spontan dazu übergegangen, wir drehen es jetzt und nicht ein anderes Wochenende. Und zeigen euch mal, wie wir das Ganze angehen. Wir haben verschiedene Köder. Das Wasser hat 10 Grad erreicht, es ist kalt. Die Hechte suchen jetzt aktiv nach Nahrung am Grund. Und ja, unsere Kumpels von Ruhfisch ASNL haben uns jetzt hier ein paar Baits geschickt. Wir haben einmal hier Horstmakrelen. Ja, das ist eine kleine indische Makrelenart. Stinkt gut, schön fetthaltig. Dann haben wir eine Packung Sardinen. Ja, man sieht jetzt hier schon, die sind auch nicht ausgenommen oder sonst irgendwas. Dieser ganze Blutsaft und alles ist hier noch schön drin. Stinkt schon durch die Packung. Was habe ich noch? Ich habe noch, boah, da sifft es schon durch. Ich habe noch Heringe hierbei. Ja, richtig schöne Lappen auf Deutsch gesagt. Ich habe letztes Wochenende auf Heringen super gut gefangen. Ich hatte 4 Fische über einen Meter. Deswegen sind die Heringe jetzt auch wieder mit dabei. Die werde ich aber als Hakenköder nehmen und nicht zum Anfüttern verwenden. Und dann gibt es hier von Rufus ASNL sogenannte Anfütterpakete, ja, für richtig wenig Kohle. Das sind hier zerstückelte Makrelen, also Köpfe, Stücke, richtig schön mit Innereien und Blut und alles, schön gefroren. Und das wird jetzt unsere Grundbasis sein, die wir auf jede Route füttern werden. Und dazu schnippeln wir noch ein paar Stinte, also so ein paar Stückchen von den Stinten hier. Ja, jeder Meeresfisch hier hat ein anderes Aroma und ein paar Sardinenstückchen. Und durch diesen gemixten Futterteppich erhalten wir auch eine gemixte Futterwolke. Ja? Es gibt Tage, da beißen die Hechte quasi nur auf einen Meeresfisch wie bekloppt. Ja, da läuft es auf Stinn wie geschnitten Brot, da kannst du alles andere dran machen, das funktioniert nicht. Und dann mal auf Hering, dann mal auf Makrele. Also mixen wir das Ganze jetzt durch, schaffen uns eine riesen Futterwolke unter Wasser. Wir schneiden uns kleine Stückchen von diesen Köderfischen. Ich sag mal, pro Futterplatz machen wir so 4 Sardinen und so ein paar Makrelenstückchen. Und das Ganze wird mit Paniermehl oder normalem Rotaugen- oder Brassengrundfutter bisschen verdickt, da in dieses Grundfutter sickern dieses abgestandene Ekelwasser hier, sickert da rein, saugt sich voll und dadurch entfaltet das halt am Grund seine Wirksamkeit. Wenn ich die jetzt einfach so reinschmeiße, ist gerade dieses, wo hier die ganzen Aromastoffe voll drin sitzen, an der Oberfläche und der restliche Fisch sinkt nach unten und stinkt da weiter vor sich hin. Kann man natürlich auch machen. Besser ist das, wenn man sich diese Suppe hier noch zunutze macht und die quasi mit dem Grundfutter eindickt. Ja, wir schneiden jetzt einfach eine Basis hier klein. Pro Route so circa 4 Sardinen und ein paar Stücke von den Makrelen und ein paar Stücke von den Stinten. Ich sage jetzt mal so auch wieder pro Route 3 Stück klein geschnitten. Das ist ja wirklich viel. Verteilen das großflächig um unseren Futterplatz und legen unseren Hakenköder genau mittig rein und füttern drumherum so, ich sag mal, 10x10 Meter eine große Fläche an und schauen dann mal, wie die Fische weiter beißen werden, und ihr werdet sehen, das funktioniert 1A. Ja, also Timo hatte jetzt schon 5 Läufe, ich bin eben gekommen, wir sind schon bis 94 hochgeprescht, ein großer Meter ist uns gerade durch den Lappen gegangen, der ist leider ausgeschnitzt. Wir werden das Ganze mal jetzt hier, unsere Session bis Montag, jetzt sind jetzt noch 2,5 Tage, mit der GoPro begleiten. Wie gesagt, unsere Kamera ist leider ausgestiegen und ihr seid wie immer live dabei. Wir bringen jetzt die Ruten raus und dann warten wir mal ab, was passiert.
vorgestern Abend angekommen. Heute Morgen schon den dritten Fisch. Läuft super geil. Das liegt auch garantiert am Füttern. Ich habe mir gestern Abend zwei Spots angefüttert: eine mit Hering und Sardine. Und ein Spot auf 7 Meter mit Makrele. Und da ist der zweite Fisch jetzt auf dem Spot mit Makrele. Und richtig geil. Der Fisch ist richtig schön. Ja. Da wird garantiert noch was kommen dieses Wochenende. So richtig fett. So, wir haben es fertig geschnippelt. Der ganze Mix hier besteht jetzt aus Stint, Hering, Sardine und Makrele. Ja, Köpfe, Schwänze, Mittelstücke, stinkt wie die Pest, ist jetzt hier schön drin. Als Hakenköder nehme ich jetzt einen Hering und einen Stint. Und die Ruten, die wir benutzen, sind jetzt die Fox Horizon Modelle, ja, in 2,75 Lips. Super geile Ruten, super leicht und haben eine wunderschöne Drill-Action. Zudem eine weiche Spitze, deswegen nehmen wir genau dieses Modell zum Deadbait-Fischen, da wir diese weiche Spitze haben. Aber dieses Power-Rückgrat können wir extrem weit werfen, was wir mit normaler Ruten nicht schaffen. Ja, nehmen wir andere Modelle, die in der Spitze ein bisschen härter sind, fliegt uns der Köderfisch geradeaus und das Blei fliegt irgendwo da hinten hin. Und also man muss auch schon zum Hechtangeln eine Rute wählen, die wirklich diese bestimmte weiche Spitze hat und ein hartes Rückgrat, ja, aber auch zusätzlich in allem noch eine schöne Fishplay-Action hat, weil im Drill wollen wir auch ein bisschen genießen und keine Abstriche machen. Ja. Und 12 Fuß, 2,75 Lips, gepaart mit einer Big Pit-Rolle. In diesem Fall ist das hier was habe ich denn da nochmal dran? Eine Pen Affinity Black Edition. Warum eine Big Fit Pitte Rolle ist ganz einfach erklärt. Wenn wir weit schmeißen wollen, brauchen wir eine große Spule. Weil bei uns bei einer großen Spule die Schnur viel leichter abfliegt, als wenn wir jetzt eine kleine Spule haben. Ja, dadurch können wir auch wieder ein paar Meter beim Wurf rausholen. Zudem haben wir hier ein Gewicht von einem 80 Gramm Blei und ungefähr einem 150 Gramm Köderfisch. Ja, kleinere Rollen gehen dabei auf Dauer in den Wicken, weil wenn wir den da aus 100 Meter Entfernung rankurbeln und das nicht nur ein-, zweimal, zerlegt sich irgendwann das Getriebe, weil das auf diese Belastung überhaupt nicht ausgelegt ist. Ja, wir ziehen ungefähr 250 Gramm durchs Wasser und das ist schon was aus Getriebe geht. Die Montage ist eigentlich total simpel. Wir haben hier wieder unsere Fletcher-Boom-Montage, ganz normale Laufmontage mit einem großen Schnurlaufröhrchen. Diese kleine Boje hier hält uns die Hauptschnur ein bisschen über dem Boden, weil wir hier noch viel Laub haben und Schilfreste und alles. Dieser Seitenarm senkt sich langsam zum Boden. Dann kommt unser Vorfach und das ist jetzt hier unser spezielles Meeresfischvorfach. Im Sommer haben wir eine Zweidrillinge drauf. Im Winter sieht das so aus und das hat folgenden Grund. Das hier ist unser Haltehaken, da die Meeresfische relativ weich sind. Der kommt in die Schwanzwurzel vom Köderfisch. Ja, unsere Grete geht hier lang und wir haken den hier hinter der Grete ein, stechen den ein, merken, aha, die Hakenspitze ist jetzt in der Grete drin, strechen den durch und jetzt ziehen wir den um 180 Grad und dann hört man es richtig knacken und dann sitzt der genau in der Grete drin und das ist unsere Sicherung, ja, weil es ziemlich oft vorkommt, dass wenn die Hechte sehr vorsichtig beißen, wir schaffen uns den Köderfisch vom Haken zu klauen. Weil wir ja heute Drillinge fischen mit angedrückten Widerhaken. Wir haben jetzt von diesen drei Drillingspitzen nur einen mit Widerhaken, ja, und der verschwindet hier im Fisch. So, der zweite kommt hier ins Mittelstück und der dritte, den lassen wir in der Kopfplatte verschwinden, weil die auch ziemlich hart ist und der da super hält. So, jetzt muss ich den wieder hier richtig setzen.
So, jetzt ist unser ziemlich weiche Hering, aber auch ziemlich gut gesichert. Und egal, wo mir der Hecht jetzt hier packt, ich brauche den nicht lange laufen lassen. Und irgendeiner von den beiden Drillingen wird sitzen. Packt er ihn breit, sitzt der mittlere, packt er ihn am Kopf, sitzt der. Ja, und notfalls fast sogar noch der Haken hinten. Aber meistens kommen die Bisse auf den toten Köderfisch hier im ersten Drittel, weil der Hecht ganz genau weiß, dass er tot ist. Der muss den nicht erst breit packen und festhalten und dann langsam drehen. Der packt den direkt Wolli. So, diese schönen Dinge werden wir jetzt gleich mit dem Boot an unseren Spot setzen. Wir fischen ein bisschen weiter draußen, so ca. 120 Meter drin im See. Da fahren wir im Boot raus, machen uns die Plätze fertig und dann warten wir mal, was da jetzt noch so kommt. Wie gesagt, 5 Läufe gab es schon. Ich bin da sehr zuversichtlich, dass dieses Wochenende der Meter noch fällt. Entweder bei mir oder beim Dicken. So, bis gleich. So, Fisch ist in der Matte. Ja, war nicht ganz so groß, wie ich eben gedacht hatte. Im Wasser sieht das immer noch ein bisschen brachialer aus, aber den Meter haben wir geknackt, ganz definitiv. Und ich hoffe, er ist jetzt einigermaßen ruhig. Ja, das ist doch mal ein schönes Gerät, oder? Da hat sich das doch gelohnt. 5 Minuten den Köder drin. Also ich muss ihn wirklich genau vor die Schnauze geschmissen haben, auf Deutsch gesagt, da hinten an der Kante. Und ob es jetzt am Anfütter gelegen hat, kannst du jetzt nicht definitiv sagen, aber da wird definitiv noch was passieren an unserem Futterplatz. Und ja, das ist doch schon mal eine geile Nummer. Ja, wir machen das immer alles spontan, hier ist nichts geplant. Wenn es gut läuft, machen wir die Kamera an. Und dann
gucken wir, was passiert. Das sind unsere Filmchen. So, wir lassen jetzt schwimmen. Wir machen jetzt ein kleines Release-Unterwasser-Video davon. Und dann gucken wir mal, was sonst noch so passiert an unserem Futterplatz. Ja, was soll ich dazu sagen? Anfüttern klappt wunderbar. Der ist schön dick gefressen. Ich habe ihm natürlich doch noch aus dem Kraut gepudelt gekriegt. Also bei den nächsten größeren Fischen muss ich definitiv und auch die Mocken mit dem Boot vor die Kante. Sonst endet das jedes Mal so in einem Tauziehen. Da habe ich keine Lust mehr drauf. Rausgekommen dabei sind jetzt gerade doch größer, wie ich dachte. Doch 95 bei rumgekommen. Richtig schön fett. Ja. Also ist ein gutes Wochenende. 94, 95, 1,2 Meter. Also wie ihr seht, funktioniert das. Werden wir gleich noch ein bisschen nachfüttern. Und dann schauen wir mal, was da noch so geht bis morgen. Ist schon ein fetter Hecht. So. Machen wir noch kleine Fotosession und dann machen wir hier weiter. Das haben wir gespielt.
drei Tage neigen sich dem Ende zu. Das Wetter hat stark gedreht. Was anfänglich lief wie geschnitten Brot, ist jetzt auf Deutsch gesagt scheiße. Ne? Also Timo hat hier Freitag gestartet bei knapp über 0 in der Nacht. Ja, tagsüber maximal 10 Grad. Ja. Und jetzt sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Timo, erzähl mal kurz. Ich war Freitagabend bin ich hingefahren, war ich 20 Uhr war ich hier. Richtig knackig kalt gewesen. Stockdunkel, neue Stelle, das Zelt im Dunkeln aufgebaut. Ich wusste lange, der kommt der Samstag. Komm, schweiß die Köder mit der Rute ein bisschen rein. Hinter der Kante mal ausprobieren, ob es läuft. Ja, ich hatte die Rute 2 Stunden drin gehabt, da lief die erste schon ab. Ich bin fast aus dem Schlafsack gefallen, weil ich nicht damit gerechnet habe. Und war auch, wie gesagt, richtig kalt gewesen. Und dann morgens um 8 den zweiten Lauf. Dann kam Patrick um 10 morgens, da lief die dritte Route ab. Ja, und ich kam gar nicht dazu, meine Sachen aufzubauen. Und da haben wir gedacht, jo, das ist so ein besagtes Wochenende, wo man von träumt. Ja, und dann wurde das aber von Tag zu Tag wurde es immer wärmer. Wir haben jetzt Montag und es wurde jeden Tag wurde wärmer. Die Sonne, die knallt richtig hier drauf. Und die Bisse, die wurden auch dann immer weniger. Der Samstag lief noch ganz gut ab, der Tag. Und die Nacht, da war schon gar nichts mehr. Und Sonntag hatten wir noch 3. Sonntag hatten wir noch 3 Bisse, die wir auch nicht gekriegt haben. Und heute ist es bis jetzt noch gar nichts mehr. Also wir haben auch mittlerweile schon 15 Grad und nicht mehr 5 Grad. Wir haben keine Wolke am Himmel. Die Sonne, die brettert. Unsere ganzen Köderfische, die tauen auf und vergammeln. Das passiert ja bei den Meeresfischen ziemlich schnell. Ne? Also die vergammeln ja 10-mal schneller wie ein normales Rotauge oder so. Durch diesen hohen Fettanteilen und alles. Und es riecht jetzt hier auch schon gut. Wir riechen auch schon gut. Ne? Also Klamottenhände. Und ich glaube, es wird jetzt auch gleich Zeit, mal nach Hause zu fahren und eine Runde zu duschen. Ne? Sonst haben wir, glaube ich, keine Frauen mehr oder so. Und ja, wir zeigen euch gleich noch mal kurz, was das mit den Routen auf sich hat. Weil wir nehmen ja jetzt Karpfenrouten. Und zwar müssen die auch bestimmte Eigenschaften haben. Sonst kommt ihr beim Werfen nicht auf Weite und euch fliegen die Köderfische ab. Ich habe es in der Einführung mal kurz angeschnitten, auch mit den Rollen und zeigen wir euch gleich nochmal. Ja, ich würde sagen, wir gucken jetzt hier noch ein Stündchen und dann fahren wir mal nach Hause. Wir können uns nicht beschweren. Nee, beschweren können wir uns nicht. Also, gut. Er, wie gesagt, er hatte 2 Stück, bevor ich angekommen bin, oder 3? 3. 3? Nee, 2. Und dann 2, ja. Und ich bin nicht zum Aufbauen gekommen, weil ihm lief direkt bei meinem Eintrudeln hier schon die Route wieder ab und da konnte ich. Und das alles nur auf Wurfweite, ne? Ja. Das war alles nur auf Wurfweite direkt hinter der Kante? Nur auf Wurfweite und ich habe dann meine Köder mal richtig weit rausgeprügelt. Ja, ich habe nicht so viel Bisse gekriegt wie Timo, aber meine Fische waren im Schnitt schon größer. Ja. Ne? Er hatte noch einen guten verloren gehabt. Also der sah auf jeden Fall schön gut. An den Kopfschlägen in der Route schon verdammt gut aus. Der ist direkt leider ins Kraut und da kam der Anschlag nicht durch richtig und da war er weg. Ja, wir zeigen euch das jetzt gleich nochmal mit den Ruten. Und ich hoffe, ihr habt da so wieder ein bisschen was mitgenommen aus unserem Video. Auch wenn wir improvisieren mussten. Aber es kommt ja immer anders, wie man denkt. Ne? Genau. Wir müssen erstmal gucken, dass wir eine neue Spiegelreflex kriegen. Und den ganzen Schnicker und Schnack. Versicherung, Olé. Ja. Dann sagen wir mal bis im nächsten Teil. Also, wir haben euch jetzt gezeigt: Anfüttertechniken, Routen zum Hechtangeln und Rollen. Und was wir das nächste Mal machen, dann lassen wir uns nur einfallen. Ne? Vielleicht mal Montagen, so verschiedene. Schauen wir mal. Okay. Du musst auch in die Kamera gucken. Oh, ja, Mann, sonst sieht das ein bisschen assi aus. So. Bis dann, Jungs. So, wir haben ja gerade noch mal eben gesagt, wir zeigen euch das noch mal mit den Ruten. Hatten wir am Anfang noch kurz angesprochen. Wenn ihr euch Ruten kauft, kauft euch Ruten, die eine weiche Spitzenaktion haben, aber ein kräftig durchgehendes Rückgrat. Das braucht ihr, um erstmal den Köderfisch zu beschleunigen und zweitens, um den Hecht auch ein bisschen zu drillen zu können. Wenn die Ruten zu weich sind,
leidet das auch wieder unter der Wurfweite. Wenn sie zu hart sind, leidet es auch unter der Wurfweite. Dann kommt ihr mir nicht kaum weit raus, weil euer Köderfisch gerade ausfliegt, weil der einfach ausschlitzt. Die sind so weich. Ihr braucht eine weiche Spitze. Mal als Beispiel eine Route, die völlig ungeeignet ist, die wir jetzt auch ein paar Mal in der Hand gehabt haben und ausprobiert haben. Hier ist die zum Beispiel im unteren Preissegment, die Chub Outcast. Die ist viel zu hart, könnt ihr völlig vergessen. Routen, die wir euch empfehlen können, ist zum Beispiel hier die Fox Horizon. Die ist aber auch ein bisschen teurer. Wer nicht so viel Geld ausgeben möchte, kann sich die Fox Warrior S holen. Ja, Timo hat die hier drüben in der Vollkork-Variante. Ich habe die Horizon in der Vollkork-Variante. Beides in 2,75 Lips. Wobei Timo seine Warrior S noch einen Tacken härter sind als meine, aber trotzdem eine weiche Spitze haben, kann Timo weiter schmeißen als ich mit den Horizons. Eine andere gute Route, jetzt gerade aus dem Stegreif, ist die Nash Entity. Ja, die hat auch diese Eigenschaften mit der weichen Spitze, aber einem schönen Dampfrückgrat. Also das sind so die Routen, die ich euch gerade so mal von jetzt auf gleich empfehlen kann. Und ja, als Rollen, nehmt große Big Pit Rollen. Ja, ihr könnt viel weiter schmeißen, weil die Schnur viel leichter abfliegt. Ihr schont euer Getriebe, wenn ihr diese schweren Gewichte auf Dauer reinkurbelt. Ja. Eine kurze Zeit macht eine normale Rolle das mit. Aber wenn ihr wirklich nur konstant so fischen geht, wie wir auch, und auch auf die Entfernung, dann zersägt ihr euch irgendwann bei normalen Rollen das Getriebe, weil das hier auch alles ein bisschen heftiger ist. Ja, zu der weichen Spitze, ich probiere es mal zu zeigen. So, der dann hier. Also man kann hier sehen, die federt richtig gut und die geht auch schon bis hier zur Steckverbindung durch. Danach wird sie erst härter. Solche Routen solltet ihr euch holen. Wenn ihr werft, nehmt ihr besser 3 Lips. Wenn ihr wie den Köder mit dem Boot rausfahrt, dann nehmt ihr besser 2,75 Lips. Dann habt ihr beim Drillen auch noch mehr Spaß. Das reicht auch vollkommen, um die dicksten Hechte rauszukurbeln. Und ja, wir packen jetzt ein und sehen uns dann im nächsten Video wieder. Macht's gut.